Hi. Also, gestern oder vorgestern war der Test, der erste Flug mit der Mantis G oder G. Und das war mehr als erschreckend. Es war zwar sehr, sehr stürmisch und es war auch leicht am Regen, beziehungsweise es gab heftige Regenschauer zwischendurch, war klatschnass und zwar kalt. Und somit war der Test auch vom Bildmaterial mehr als erschreckend. Weiterhin ist dazu zu sagen, es wurden keine Kalibrierungen vorgenommen. Also das Ding ist wirklich out of the box zum Fliegen gekommen. Außer Kompass kalibrieren, das ist nötig, also das geht ja anders nicht. Und das war mehr wie erschreckend, da denke ich, das kann nicht sein. Du musst nochmal gucken. Und dann haben wir die Lösung auch mehr oder weniger gefunden. Aber guckt erstmal ein bisschen näher rein und schaut euch das Ganze an. Immerhin konnte ich heute an meinem gewohnten Flight Place, an meiner gewohnten Stelle fliegen, da der kein Wind war. Es war zwar leicht am Regnen, aber immerhin kein Sturm. Deswegen musste ich vorgestern hangseitig in eine geschützte Bucht, sage ich mal, gehen, um wenigstens starten und landen zu können, weil es war so ein Wind, dass der Mantis wahrscheinlich kaum gegen diesen Wind angekommen wäre. An gleicher Stelle bei gleichem oder sehr ähnlichem Wind ist mir nämlich mal die Xiaomi Mi Drohne einige hundert Meter abgedriftet, weil sie nicht mehr gegen den Wind ankam, wenn man zu weit aus dieser Bucht rausfliegt. Alle Clips sind mit Standardeinstellungen 2,7K und EIS-Stabilisation gefilmt worden. Das ist die höchste Stufe, in der man Stabilisation fliegen kann, beziehungsweise filmen kann. 4K ist nicht mehr stabilisiert, das wird wahrscheinlich nicht mehr so toll aussehen. Das werde ich dann aber in den nächsten Tagen nachreichen. Heute ging es nur mal darum, ob die Stabilisation, ob die Kamera ruckelt, ob der Gimbal funktioniert. Und so weiter. Ich habe einige Schwachpunkte entdeckt und habe auch viele gute Sachen entdeckt. So, jetzt fliegen wir mal im Kino-Mode. Kino-Mode ist definitiv wie bei DJI Stativ oder Cinema oder Film bei Parrot. Und das bedeutet, es fliegt sehr langsam, alle Bewegungen sind sehr weich und somit für die Kamera stellt das alles kein Problem dar. Also das ist ein ganz sanfter Videomodus quasi. Und um es den Ungeduldigen vorwegzunehmen, es ist wirklich einfach nur geflogen und gefilmt, um zu sehen, ob alles funktioniert und wie es funktioniert. Nachdem ich zum ersten Mal nass geworden bin, bin ich zu meinem Training gefahren und habe danach einen wunderschönen nebligen Landschaftsstrich entdeckt, den musste ich dann doch noch filmen und das passte ja auch ganz gut in mein Konzept, da da auch so ein paar Windräder und so zu sehen sind später und da kann man eigentlich sehen, dass es überwiegend doch ganz ordentlich funktioniert. Man muss natürlich Geduld üben, es ist die erste Firmware, also es ist die neueste jetzt drauf und wir werden sehen, was Unique in Zukunft noch an Futures bringt über Firmware-Updates. Das bleibt ganz klar abzuwarten. Ich kann mich an die Parrot Anavi erinnern. Die hat am Anfang bei den Drehungen auch sehr hoch kompensiert und Probleme gehabt, was zu guter Letzt so gut wie überhaupt nicht mehr oder gar nicht mehr vorhanden ist. Das kann man in meinem Video von Indonesien zum Beispiel mit der Parrot Anavi wunderbar sehen.
Prinzipiell ist es mit dem Unique Mantis G nicht möglich, out of the box zu fliegen. Also Kompass kalibrieren und los läuft nicht. Wir haben 8 GB internen Speicher. Und dazu komme ich dann später nochmal, wie sich das Ganze auswirkt und warum die vorgestrigen Ergebnisse leider nicht so überragend waren. Auch wie man das dann natürlich behebt. Erfreut haben mich die vielfältigen und gut einstellbaren Parameter in Sachen Flugeigenschaften des Mantis. Diese sind sehr nützlich, um sich den Mantis an persönliche Vorlieben gut und effektiv anpassen zu können. Es sind mir aber auch nicht wenige Kleinigkeiten aufgefallen, die eigentlich bei einer faltbaren, kleinen, handlichen, leichten Drohne nicht passieren sollten. Also das ist mir relativ unverständlich, wie man sowas machen kann. Auch vom Handling her und so sind manche Sachen meiner Meinung nach nicht effektiv und gut gelöst. Aber das sind andere Themen, die kommen dann in den nächsten Videos. Von der Q kennen wir die guten Bilder. Die Q war sicherlich nicht stabilisiert und daher hat man oft schiefe Bilder, was nicht unbedingt tragisch ist, das kann man korrigieren. Prinzipiell machte sie aber sehr gute Bilder und ich glaube, da kann die G sich anschließen. Leider habe ich noch keine ordentlichen Bilder in dem Sinne machen können. Wie gesagt, es ist ständig am Regnen. Und das nächste Problem ist, bei schönem Wetter wäre auch mal nice zu sehen, wie sich das Ganze auswirkt. So, jetzt im Sportmode, das ist dann halt Full Power. Kann man das Ding kreiseln lassen und da könnt ihr jetzt auch gucken, wie die Kamera sich zu dem Ganzen verhält. Ob die Mantis G nun ein Desaster oder ein Triumph ist, könnt ihr selber entscheiden, am besten nach den noch folgenden Videos. Und auch der Preis wird sicher noch etwas sinken mit der Zeit. Ansonsten scheint das Ganze relativ gut zu funktionieren. Wie gesagt, nicht out of the box, also das funktioniert von vornherein überhaupt nicht. Es muss eine SD-Karte eingelegt werden und der Gimbal sollte kalibriert sein. Dann lässt sich die Mantis G schon einiges abbringen. Weiterhin wäre es schön, wenn ihr abonniert und liked. Vielen Dank. Bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.